Hallo und willkommen zurück bei Tom Clancy Ghost Recon Wildlands mit der Tibra. Grüß euch. Mir, dem Anduin und dem Santa Blanca Kartell. Die haben mich gesehen, oder dich? Einen von uns. Aber er ist noch nicht aufmerksam geworden. Dann hoppe ich hier rüber. Wir kennen eine kleine Gruppe Feinde. Na, darum war es schon. Er hat sich schon wieder beruhigt. Gern, Hefer. So aufgedeckt sind sie alle. Sie kleben aneinander. Einen Moment, ich wechsle mal kurz meine Position. Dass wir da nicht zu stark nebeneinander sind. So, den einen kann ich da mal. Wird sie gleich nacheinander wegputzen. Der Tango ist hin. Ja, der war nämlich stolz. Sehr schön. Stopp. Ich sehe die hinterm Gebäude. Ah, jetzt geht der eine wieder weg. Der da wird sie anbieten. Der da. Für dich, okay, ich sehe den hinter zwischen den beiden. Geh okay, bitte, das gibt's ja nicht. Jetzt schieße ich auf das Rohr. Wir haben sie aufgescheucht. Oh, so. Sag bitte an welchen, weil ich schieße immer auf den gleichen Leute. Okay, ich schieße dann die Gebäude. Den hast der du. Der drinnen ist auch. Dankeschön. Das war's. Gut, gut gemacht, Freunde. Auf und dabei. Dann fahr weiter. So. Da haben wir gleich Munition. Ah, sehr. Moment mal, dann ist da irgendwo eine Kiste oder sowas. Ah, da ein Fass. Ein Fass zum Markieren. Yep. Dringend Gebäudedokumente. Ah, die sind im ersten Stock oben. Wo ist da die Stiege rauf? Da. Hinterm Haus. Okay. Das ist ein Boden. Als ob man mit dem größten Pimp wohl auf Erden abhängt. Wenn du dich schief ansiehst, reißt er dir vielleicht eine Scheißzunge raus, klar. Aber der Hurensohn kann seine Gefühle einfach nicht verbergen. Heute Morgen bin ich in die Welt gegangen, um seine Produktionsrate mit dieser Kackkarte der Emissario neu zu verhandeln. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier dran. Ständig wegen des Produktionsvolumens und der Arbeit und so Scheiß. Gut, dann schon mal nächste Station. Was bietet sich als nächstes an? Da kriegen wir Fertigkeitenpunkte. Okay. Oder bei dem nächsten Stand. Okay, bei dem Fragezeichen. Das läuft noch unter die Aufzeichnung. Ja, genau. Okay, dann mach das. Von da an hätte Emissario allem zugestimmt. Ja, die ist cool. Er hat allem zugestimmt. Das ist cool. Das ist ein cooler Einsatz. Okay. Ist aufgestanden und gegangen. Ohne etwas zu sagen. So, lecker, die Uhr. Er ist nicht der Typ, den man seinen Eltern vorstellt, aber man kann den Kerl schon da bewundern. Niemand anderen hebt. Ich meine, ja, genau. Seine Eier sind sicher so groß wie Kokosnüsse. Das ist sicher lustig. Ich hab schon was. Die dämliche Aufzeichnung schaltet sich nicht aus. Nein, die dauert so lange. Das ist irgendeine okay. Geschichte. Über Boss, glaube ich, von unserem Blinker. So, und da. Ups, das ist ein bisschen schräg, da passt es. Das ist nicht mehr. Ist jetzt wieder ein bisschen eine größere Anlage. Mhm. Nett. So,
und ich würde einmal als erstes die, die da bei dem Funkturm sind, was das sein soll. Okay. Das ist nämlich ein Scharfschütze. Ah, oh, der ist gerade aus der Sichtweite gekommen. Die schon mal. Für mich ist jetzt da zu weit drüben. So, jetzt kommt er wieder. Ja, ich habe ihn im Visier. Aufpassen. Jetzt hier nicht. Nehmen beide, damit er ja sicher fällt. Okay. Ich warte nur, bis er stehen bleibt. Mhm. Geht. So, 3, 2, 1. Sehr schön. Gut, dann. Meine Seite ist sauber. Einer rüber da zum Funkturm. Ah, da muss man ein Stück weiter runter. Das liegt da so weit im Tal unten. Das ist die Station. Okay. So, ich beginne mal mit Aufdecken. Ja, bitte darum. Ich habe nur den einen super, hier. Super, Mörser. Was? Wie? Wo? Ich habe hier eine Maschinenpistole. Oh. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich könnte den hier an der Straße gleich nehmen. Kannst machen, ja. Und dann kann ich etwas näher rücken. Mhm. Mit dem sind 5. Das ist eine Gruppe Tangos. Okay, es sind mehr. Einen sehen wir, der ist hinter dieser Halle auf der Straßenseite. Da habe ich keine freie Sicht hin. So, und da müssten einer zwei sein. Wir werden aber durch den Felsen verdeckt, da ändert einmal kurz meine Position. Moment. Hier ist ein Sicario, drüben beim Nahrungscontainer. Okay, das ist bei dir. Okay. Ja, da ist ein Auto vorbeigegangen. Ja, jetzt komme ich nicht von der Stelle. So, jetzt seht ihr den letzten auch noch. Also passt, alles aufgedeckt. So, ich rock mich da nach vor. Super Überblick. Ich sehe nämlich fast alle. Fast, wie gesagt. Ah, hier drüben. Ja, da ist einer hinter dem Baum. Hat er den. Nehmt da einmal den Alleinstehenden weg bei mir beim Hubschrauber. Okay. Weil der ruhig steht. Da ist noch einer. Oh, und da drüben bei dem MG-Geschütz. MG-Geschütz? Ja, das ist für dich zu weit. Das ist glaube ich für dich hinter der Halle. Ah, ja, so, ja. So, einen Moment. Ich warte, bis der hier wieder alleine steht. Weg ist er. Hier drüben, der ist auch. Sehr gut. Den vor der Halle treffe ich schön, der von innen in meine Richtung geht. Ja, passt. Ansonsten habe ich keine Sicht. Einer kommt noch die Straße entlang. Geht da jetzt Richtung Eingangsbereich.
Richtung Tor. Okay. Ja, am Geländer das. Das ist ja gleich bei der, beim Schranken. Hinter mir sind UNIDAD-Soldaten. Kannst okay. du die, siehst du die irgendwie? Lager. Nein. Probier's mal mit dem Fernglas an, Moment. Ich rob, an der Straße müssten sie sein. Dann robb ich da runter. Oder dann sehen sie mich nicht. Ja, da sind leider die Büsche und Bäume da vorgelegen. Ah, tut leid. Okay. Ich entferne mich. Ich hoppe auf den Felsen. So, der kommt jetzt wieder runter zur Halle. Der Einzelne. Ha, ja. Den sehe ich. Soll ich den nehmen? Ja, komm's gerne. So, sehr schön. Einer. Einer ist übrig, also auf meinen. Oh, die verfolgen die, die haben die schon. Okay. Sie kennen eine kleine Gruppe Feinde. Sie haben eine kleine Gruppe Feinde aus. Ich versuch's. Gleich steckt das Kopf hier vor. So. Sehr schön. So, der zweite kommt. Ja. Hab ihn. Dankeschön. Achtung, der Santa Blanca da drinnen ist alarmiert. Der müsste jetzt draußen sein. Ja, stimmt. Ich wechsle die Position ein Stück. Ja. Ah, sehr schön. Und weg ist es. Das ist nur mehr der an der Straße müsste noch einer sein. Da habe ich mir einen weggeputzt. So, Scharfschütze. Schauen wir mal. Sehe ich gerade nicht. Hab ihn. Sehr schön. Das war's. Jo. Okay. Noch, 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 noch. Da drüben. Da runter. Ups. Bin schon im Lager. Wo sind die Informationen? Na, Informationen nix. Fertigkeitenpunkte ja, kriegen. Achtung, Hubschrauber. In dem Gebäude. Genau, da vorne sind die Punkte. Ganz cool, hätte ich gedacht, das könnte macht schöner Orden. Nahrungsmittelkiste. So, und da liegt. Entschuldigung, da liegt was. So. Noch was oder weiter? Ich glaube, weiter unten. Ich schaue da noch kurz in der Halle. Ob da nicht auch noch in so Versorgungskisten, wenn irgendwas blinkt da vorne. Aber es könnte dann nur die Munitionskiste gewesen sein. Achtung! Santa Blanca SUV. Ja, nein, aber nur die Munitionskiste. Gut, dann nehmen wir sie den Hubschrauber und weiter geht's. Wobei da wäre jetzt der Pickup mit Minigun. Ja! Cool! Alles gut. Wo ist er? Wo ist er? Ich fahre. Da kann man wieder. Oh! Ui. Da kann man wieder auf den Tank ballern und der macht dann. Boom! Und schauen wir mal gleich, was sie anbietet als Einsatz. Ah, da hätten wir jetzt einen Medikamenteneinsatz. Okay. Wenn du dann ein Stück weggefahren bist, dann ballert dich auf den Tank. Das macht so schön Boom. So. Kann ich? Ja, yep, du kannst. Geht's aus? Ja. Oder schon immer zu schnell? Ja, da. Hau ab. Jawoll. Okay, was soll ich machen? Wo fahren wir hin? Medikamenteneinsatz am Mobiler, das heißt vorne und hinten wieder die. Stoppen. Da okay. könnt den Konvoi, ne?
der wird sicher wieder, der hat sicher wieder Begleitfahrzeuge und dann okay. Den Medikamenten-LKW selbst müssen wir nur stoppen, also das sollte ganz bleiben. Ja, okay. Von mir aus. So, wo so, sind da kannst du ihn niedermachen. Und zwar, da geht er gerade. Siehst du? Ja. Cool. Cooles Teil. Tibras Lieblingsgun. Ja, stimmt. Okay. Da unten ist Rüttabt geradeaus. Und dann kommt dort gleich der Konvoi. Soll ich auf Unidad schießen? Aufpassen, da ist auch Zivilbevölkerung. Das ist schwierig. Gut, der ist aber. Ja, die Fischen hast beide. Ups. So. Tut leid. Der hat sicher Verständnis. So, und da ist jetzt der. Versuchen wir den Kampf zu fliegen. Der genau. Passt. Das reicht. Ui. So, und ich schaue, dass ich den überhole. Nicht hinten drauf. Vorne auf die Motorhaube. Ja. Vor ihm ist auch noch einer. Der schießt auf den eigenen. Ui. Ja, super. Passt. Hat perfekt geklappt. Ja. Müssen wir denn noch. Achtung, ich fahre ein Stück weg, ja, falls einer explodiert. Falls einer kommt. So, und markieren müssen wir. Okay. Oh Scheiße, explodiert. Scheiße. Kacke. Pass auf, du kriegst Brandschaden. Naja, aber die Hälfte ist weg. Das zählt glaube ich immer für uns beide, ne? Keine Ahnung. Mit der richtige Ring, oder? Geschafft, alle noch ganz. Das ist nicht genug. So. Ah, jetzt ist was. Ja. Ich glaube, das zählt für uns beide. Gut, dann. Ist die Folge, glaube ich, fertig. Gut? Nein. Kann man noch was? Da haben wir noch Dokumente. Kann man noch auf was schießen? Okay. Und Punkte wird es da auch noch geben. Dann schauen wir, dass wir zu den Medikamenten, zu den Dokumenten kommen. Was schießen die da die ganze Zeit? Wo sind die? Ah, da oben. Der Scharfschütze da im Turm oben. Oh, und da werden auch dann gleich die Dokumente. Ja, weg ist er. Schauen wir mal, wie wir da raufkommen. Ich glaube, da müssen wir laufen. Nein, da geht die Straße rauf. Echt? Ja. Da, dieser Weg, dieser komische, genau. Ja, genau. Oh, da kommt doch einer. Kannst. Was hast du denn? Da, vor uns. Passt. Da kommen die nächsten. Sehr schön. Passt. So, nicht schauen wir, dass wir da raufkommen. Ihr Spaßigen. Unser Auto hat jetzt da was abgekriegt. Mach nichts. Ups. Okay. Da seid ihr. Rechts. Rechts. In der Halle drin. Ja, das ist noch weiner. Ja, der ist in der Halle da drinnen. Da. Aber da so, jetzt hast du ihn. Super. Mir wird leicht schlecht, weil das wippt so hin und her. So, ich glaube, da kommen jetzt welche rauf von unten. Na, den haben die sind von den Rebellen erlegt worden. Okay. Alter, da geht's zu. Alter Falter. So. Alles explodiert. Da müssten eigentlich irgendwo Dokumente sein. Ah, die sind da nur ein Stück weiter. Okay. Gucken wir da mal hin. Und da im Herobernhaus ist auch noch was drinnen. Da ist ein Nachschub drin. Zum Markieren.
Funkausrüstung. So, den Rest laufen wir gleich, ne? Ja, da können wir laufen. Ah, ich weiß schon, das ist, glaube ich, ein ziemlich so ein schönes Anwesen. Mhm. War bei mir komplett leer. Genau. Na toll. In der Küche? Mhm. Und der Nahrungsmittelkiste. Sehr gut. Ich laufe da noch mal kurz was ab, aber ich glaube, das war's auch. Da ist nicht richtig mehr. Da ist noch Munitionskiste. Ich bin voll. Gut. Badehäuschen ist nichts. Planschi, Planschi. Und in dem Nebengebäude ist auch nichts. Gut. Schauen wir mal, wo es als nächstes hingeht. Ja, und dann gibt es da gleich die Ortschaft, die Puyo. Und da bekommen wir wieder Fertigkeitenpunkte. Okay, sind wir da nicht durchgefahren? Das werden wir in der nächsten Folge angehen. War deins? Bei Tom Clancy Ghost Recon Wildlands mit der Tibra und dem Anduin. Bis dahin, Happy Gaming und ciao, ciao. Ciao.